Haltet. Naja, da stand da. Ich hab's Ganze gar nicht mitgekriegt. Es stand ja auch in der Meldung von Denik drin, dass man nur betroffen war, falls man gerade sich neu synchronisiert hat im Internet. Und ja. Ja, gut. Da mein PC 24/7 läuft. Okay. Naja, meiner fast auch. Ja, gut, dann. Ich hätte es mal ausnahmsweise ausgeschaltet und dann tipp, Internetpech. Da war das Internet weg. Upsala. Ja. Weiter geht's Aufruf. mit Marco, glaube ich. Ja, genau, und zwar zum Spiel Fallout New Vegas, was bald erscheinen wird, gibt es neue Screenshots. Die eigentlichen Gegner kann man nicht drauf sehen, aber man gewinnt dadurch ein paar Eindrücke, wie New Vegas wird. Und die Screenshots könnt ihr natürlich wie die Screenshot von Crisis auf der Startseite sehen oder unter dem Daily Overview. Als Link. Genau. Genau. Ja, Mac-User können sich eigentlich immer freuen, wenn es Spiele gibt für den Mac. Und wer einen Mac hat, darf sich freuen, wer nicht, kann diese News gleich vergessen, denn es gibt als Mac-Spiel, nämlich Toki Tori, ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig aus. Und ja, schon allein der Titel klingt etwas bizarr und wirklich somit lustig auf uns, kann man wirklich sagen. Aber was genau steckt dahinter? Ja. Alle PC-Steam-User, ne? Von was ist natürlich die Rede? Wissen es natürlich. Das Spiel ist zugleich ein Jump-and-Run, Jump-and-One, sowie auch ein Puzzle-Videogame. Okay. Das könnt ihr, lieben Mac-User, natürlich sofort über Steam herunterladen, denn Steam ist natürlich jetzt auch auf dem Mac verfügbar. Denn Für $4,99 oder 49. danke, das war jetzt eine Person, die eigentlich hier nicht reingehörte. Was macht die denn hier drin? Sollen wir mal gleich. Tag Dominik. Und der ist ja wieder So, weg. da habe ich ihn ganz schnell wieder rausgeschmissen. Hat ja doch nichts verloren, bitte. Hallo. So, für 4,99 kostet das bei Steam und ja, mit guten 80 Leveln könnt ihr euch dann schön durchboxen. Ein Video dazu findet ihr bei uns in der News. Und da könnt ihr euch dann mal schön schauen. Naja, wenn das interessiert, mich nicht. Genau, mich auch nicht. Ich habe keinen Mac. Und ich will auch Jo. keinen Mac. Und ich will Was auch ich nichts ganz von Apple lust haben. was wirklich lustig ist, dass auf Tokitori in dem Video, ich habe es mir gerade angeschaut, und zwar ist da kein Apple auf dem Mac, also auf dem Laptop, sondern eine Birne. Also, Ja, das das kommt mir bekannt Birnen-OS. vor. Es kommt mir bekannt vor. Ja. Ja, so Nickelodeon-Richtung. Ja, irgendwie, immer wird irgendwie so das Laptop gezeigt oder in irgendwelchen Sendungen und da ist so ein Bier drauf. Alter. Ja, ich. Nee, aber Obwohl genau jeder weiß, dass ein Mac gemeint ist. Es gibt nämlich auch Peer-PCs, die kommen mit dem Ja, macOS-Betriebssystem, den also kenne ich. Burn-in-Computer. Also Burn-PCs, wenn du es so haben willst. Also BCs würde es dann in Deutschland heißen. Die dann eben sind ganz stinknormale Computer, die mit Mac-Betriebssystem kommen. Ja. Ist aber nur ganz klein, also das ist Das nicht allzu viel, braucht sonst man würde ich nicht. das nicht mal so einwerfen. Das braucht man einfach nicht. Also ich brauche es nicht. Nee, ich bin mit Linux zufrieden. Keiner sagt was, Ja, also ich Dankeschön. bin auch zufrieden, ne? Also, sag ich jetzt einfach so. Ja, Haupt, das muss. Ich bin nicht zufrieden, aber egal. Ja. Ach, ihr mit eurem Linux. Ich habe Ich habe Windows. hier noch nicht mal Linux auf dem Rechner, das ist auch was Komisches. Ich hatte es mal. Ich hatte es mal und werde es auch bald wieder installieren. Ich hätte mir geplant, das eigentlich auf meiner alten kaputten Festplatte zu machen, aber ich habe gemerkt, nee, die schafft das dann doch nicht mehr. Die geht doch kaputt. Naja, Doch gut. schon kaputt ist. Naja. Nimm Knoppi. Ah, oh, Knoppix ist, naja. Danke. Wer es mag. Wenn ihr mehr über Linux wissen wollt, ne, schreibt es in die Comments. Wir nehmen das Thema dann mal auf. So. Damit haben wir auch schon nichts mehr. Und Nö. das war es auch schon für das heutige Daily Overview. Jo. Jo. Und da wenden wir natürlich kurz nochmal ein, kurz vorm Ende. Da fehlen jetzt mir die Worte. Ihr könnt uns natürlich kostenlos abonnieren über iTunes. Und dann bekommt ihr immer, sobald eine neue Folge erschienen ist, könnt ihr sie dann unter iTunes herunterladen und euch
schön und locker irgendwo anhören, wo ihr gerade seid. Ob auf dem Klo, im Bus, in der Schule oder sonst irgendwo, könnt ihr euch dann in Ruhe anhören und euch freuen. Auf dem Klo. Ja. Manchmal braucht man es so als Entspannung. Genau. Damit das auch rausgeht, weißt du? Ja. Oder auch beim Duschen. Ne? Beim Duschen kann man es auch benutzen. Ja, okay, toll. Aber bitte okay, keine Beschwerden, dass immer der iPod oder so kaputt ist oder der iPhone. Also es ist natürlich oder auch was ganz anderes, zum Beispiel einen ganz normalen MP3-Player, den es auch noch gibt. Genau. Aber der empfängt doch gar kein iTunes. Ja, das ist auch gut, ich brauche kein iTunes. Das ist mir zu abhängig. Apple bringt noch einen iPlayer raus, anstatt den iPod bringen sie noch einen iPlayer raus. Ich sehe das schon kommen. Für wie? iPad kommt ja erstmal. Also in der Größe des alles Ei. In der Größe des alles Ei, ja. Wahrscheinlich in der Größe des WePad, ne? Vielleicht noch ein bisschen kleiner, was nur Videos abspielen kann. Das iPad ist der letzte Müll, aber ja. Ist ja die beste tragbare Spielekonsole, wie hier einige große Computer kommen nicht drauf. Computerseiten da, Usernames-Seiten da. Genau. Es ist beste Spielekonsole, egal. Das können wir mal anders machen. Ist es eigentlich nur, Marketing-Sache? Apple ist für die Leute, die zu viel Geld haben. Stimmt. Ja. Ja, genau. Wir sollten tatsächlich zum Ende kommen. Es wird langsam ein bisschen komisch. Der Tag war lang. Man weiß, man merkt es schon. Für mich weht er noch lang. Gut. Das soll ich sagen. Und deshalb sage ich Tschüss und wir sehen uns oder hören uns morgen wieder zum nächsten Daily Overview am Dienstag. Jo, tschüss. Bye, bye. Schulze sagt nie ja, Tschüss. Aber endlich. Und endlich. Tschüss.